Videospielhelden machen immer die gleichen Fehler. Zum Beispiel krapschen sie sich uralte Artefakte, durch die sie großen Ärger bekommen. So findet der Held des Mega Drive-Spiels The Story of Thor in einer verlassenen Höhle einen goldenen Armreif. Als der blonde Prinz namens Ali ihn anlegt, versenkt er damit gleich die komplette Insel. Genau wie der Held aus Secret of Mana hat Ali nun eine große Aufgabe am Hals. Er muss das Königreich Oasis retten. Denn zu seinem neuen Goldschmuck gibt es ein Gegenstück, einen silbernen Armreif. Die beiden Artefakte ähneln sich in ihrer Macht und sind doch Gegensätze. Und wie nicht anders zu erwarten, hat der Träger des silbernen Armreifes nur Böses im Sinn. Als der Held mit seinem Bötchen in ein Küstendorf zurückkehrt, spürt und sieht er die drohende Gefahr. Eine Horde von Kriegern schreckt die Bewohner auf. Es kommt zum ersten Kampf. Und hier entfaltet das Spiel aus dem Jahr 95 seine Besonderheit. Obwohl es wie ein Action-Adventure der Marke Zelda aussieht, wird sich darin geprügelt wie in Streets of Rage oder Final Fight. Mit Sprungtritten, schnellen Kick-Kombos oder Rundumschlägen nimmt der Prinz seine Gegner auseinander. Dabei tritt er immer wieder gegen die großen Oger an, die aussehen, als seien sie mit Blanka aus Street Fighter verwandt. Das Art-Design des Spiels ist kurios. Während in Sachen Kleidung ein Hauch vom Prince of Persia weht, ist die Architektur eher mitteleuropäisch. Hier sind wir im Schloss der Eltern des Prinzen unterwegs. Der König weiht ihn in die Geheimnisse der vier Djinns ein. Ali muss die vier Geister finden und ihre Zauberkraft nutzen. Sie sind in Schreinen über das ganze Reich Oasis verteilt. Der König hat auch schon den passenden Schlüssel für das erste Dungeon parat. In den ersten Abschnitten bietet das Spiel noch klassische Dungeon-Erforschung. Welcher Gegner zum Beispiel dürfte den Schlüssel für die nächste Tür haben? Natürlich nicht die vier blauen, sondern der rote. Ein paar Tritte und schon gehört der Schlüssel uns. Im nächsten Gang wartet dann eine feuchte Überraschung auf den Prinzen. Der Weg zur nächsten Tür scheint frei, bis eine Flutwelle Ali nach unten spült. Also noch ein Anlauf, diesmal bereiten wir uns aber vor. Mit Sprüngen an der richtigen Stelle hüpfen wir über die Welle hinweg. Ein gutes Beispiel, wie unterschiedlich The Story of Thor und Zelda ihre Wassertempel interpretieren. Auch die Endgegner tauchen im Vergleich zu Links Abenteuern eher plötzlich auf. Diese lila Krabbe sieht auf den ersten Blick aus wie ein Fossil. Das Viech ist jedoch quicklebendig, spuckt Blasen und schnappt mit seiner Schere nach uns. Also prügeln wir zuerst auf das Kneifwerkzeug ein, um dann auf den Kopf zu zielen. Wie es sich für Prügler gehört, hat der Held auch Spezialattacken drauf. Zum Beispiel diesen Saltosprung oder schnelle Stichkombos. Der Oger macht uns Platz und spendiert einen Schlüssel. Nun widmen wir uns einem Rätsel. Erst die Kugel an Flammen vorbei auf einen Schalter schieben, schon sprudelt links eine kleine Quelle. Damit können wir unser Wasserwesen Ditto aktivieren. Schnell noch eine Kiste geknackt, um mit Trauben den Magievorrat aufzufrischen. Die blaue Fee löscht dann mit ihren Wasserkugeln die Flammen vor der nächsten Tür. Auf seinem Weg begegnet der Held dem Träger des silbernen Armreifes. Der ist aber natürlich erstmal nicht zu schnappen. Dafür sehen wir hier ein Beispiel für eine gelungene grafische Inszenierung im 2D-Zeitalter. Wie zum Beispiel kann man ein schwankendes Schiff simulieren. Einfach den Pixelkahn über den gesamten Bildschirm schaukeln lassen. Die Steuerung wird dadurch tatsächlich kniffliger. Im Kampf mit den Gargoyles fühlen wir uns wie nach einem Schluck aus einer Buddel voll Rum. Was sich mit der Schiffstour schon andeutet, wird auf dieser Bergspitze Gewissheit. Das Spiel folgt nicht der klassischen Grase X-ähnliche Tempelabstruktur. Stattdessen hat man eher das Gefühl, ein Abenteuer zu erleben. So wie bei Landstalker, das ebenfalls einen Platz in unserer Hall of Fame hat. Dieser Abschnitt zum Beispiel ist ein knallharter Action-Part. Gegen die gepanzerten Ritter kommen dann auch die schweren Waffen zum Einsatz. Die Schwerter und Armbrüste haben allerdings nur eine begrenzte Haltbarkeit. Bis auf wenige Ausnahmen, die jedoch schwer zu finden sind. Als Freund großer Monster komme ich bei Story of Thor seinerzeit voll auf meine Kosten. Diese riesige Schnappschildkröte zum Beispiel hat mächtig Hunger auf Helden. Sogar die Zunge hat ein Maul mit scharfen Zähnen, ist aber gleichzeitig der Schwachpunkt des Monsters. Und auch wenn mich das Viech mit seinen Steinen ein paar Mal trifft, für ein Spiel aus dem Jahr 95 ist Story of Thor jederzeit fair, manchmal sogar zu leicht. Mein Lieblingsboss ist aber der Drache. Das rote Schuppentier wartet im Innern eines Vulkans auf den Helden. Mit gezielten Schwerthieben kann ich das Monster jedoch bändigen. Die Entwickler nutzen für diesen Kampf einen simplen Trick. Nur Kopf und Hals sind animiert, der riesige Körper des Monsters fügt sich in den Hintergrund.
Nur ein Highlight aus The Story of Thor, das nun seinen wohlverdienten Platz in der GamePro Ruhmeshalle hat. Das war es dann auch mit dem Retro-Video. Wir hören uns im nächsten Monat.